Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Sky Block 3. Ja, in der heutigen Folge wollen wir ein wenig rumzaubern. Das heißt, wir werden ein bisschen was mit Botania machen. Wir werden uns ein bisschen Psy angucken. Und dann gucken wir mal, was sonst noch anfällt. Aber ich vermute, dass dann die Zeit schneller rum ist, als mir lieb ist. So, ich habe mich ein bisschen eingelesen, beziehungsweise ich versuche jetzt da ein wenig draus schlau zu werden. Was ich jetzt halt gesehen habe, und darum habe ich es ja auch nicht hinbekommen, man hat jetzt sozusagen zwei Befehle. Das steht ja auch, wenn man jetzt dann in dieses C-Menü reingeht, ne, steht es ja auch da. Man hat einmal den Trick und man hat einmal den Selector. Das Schöne ist halt, es gibt leider keine vernünftigen Tutorials über diese neuere Version, wo die Zauberstäbe dabei sind, sondern es gibt nur die mit der Knarre, die wo ich kenne. Aber ich hoffe, dass da jetzt einigermaßen soweit das halt auch rauskommt. So, also, das heißt jetzt, ich gehe jetzt hin und sage, ich nehme den Caster. Gehe als nächstes hin und sage, ich mache den Debug. Und der Debug ist der Auswerfer. Also das heißt, das ist das, was mir dann gesagt wird. Und den verbinde ich jetzt mit dem Trick. Also mit dem Caster. So, dann hat man ja diese Spell Notes. Und die klickt man jetzt hier drauf. Und jetzt habt ihr es gehört. Jetzt hat das Ding blimp gemacht. Jetzt nehme ich mal einen Zauberstab, schmeiß dann da rein. Nimm den raus. Und wenn ich jetzt C drücke, dann habe ich da unten Debug. Und wenn ich jetzt klicke, dann schreibt er mir hin, dass die Person, also ich, auf diesen Koordinaten steht. Das ist sozusagen, das war schon mal Schritt 1, das war Level 2. Oder, nee, Level 1, genau, jetzt sind wir in Level 2. Und jetzt kommt noch dazu, eine konstante Nummer und ein Connector. Das heißt, ich könnte jetzt hingehen und sagen, okay, ich möchte, dass jetzt sollte der nicht... Moment. Achso, ja. Nee, kann ich gehen? Kann ich gehen? Kann ich gehen? Kann ich gehen? Weil ich muss den erst akzeptieren. Genau. Und jetzt erklärt er, was es halt damit auf sich zu tun hat. So, also jetzt habe ich hier ganz schöne Sachen. Und zwar, ich habe jetzt sozusagen Verbindungen. Das muss man so sehen wie ein Kabel. Und ich habe jetzt eine Nummer. Das heißt, ich kann jetzt hingehen und sagen, ich möchte jetzt hier haben eine Nummer. Und zwar die Nummer, ich glaube, das kann man ganz einfach eingeben. Genau. Mit der Nummer 5. So, und dann gehe ich jetzt hier hin und sage jetzt, okay, aber die verbindest du jetzt bitte miteinander. Und zwar von da nach da. Ich kann jetzt auch hingehen und sagen, von oben nach unten. Und er sagt mir, er hat sie connected. Das ist schon mal schön. So, jetzt muss ich nur noch schauen, ob ich noch irgendwo dieses Material habe. Ich brauche nämlich für Psy, brauche ich ja dieses Psy-Dust. Und das macht der mit Redstone. Ich glaube, ich habe nichts mehr. Wenn doch, werde ich es gleich finden. Das schmeiße ich jetzt auf den Boden. Habe ja hier meinen Zauberstab und man hat jetzt ja, ich habe jetzt ja 5000 von dieser Energie. Und die füllt sich ja immer wieder auf. So, wir schauen mal schnell mit T. Es sagt mir auf jeden Fall, ich habe sie, aber ich weiß nicht. Irgendwie, ach, der liegt unten. Okay, gehen wir schnell runter. Aber Leben auch immer Energie. Ich weiß gar nicht, ob man dann auch Leben sich schützt, aber ich vermute nicht. Aber das ist auf jeden Fall ganz witzig, das Ding. Wenn ich das so gerade richtig verstanden habe, kann man den nämlich zum Beispiel dann einsetzen, dass man sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr davor zu laufen. Ne? Dann weiß man, ah, okay, das sind immer so 25 Blöcke, dann kann man sich da sozusagen dahin transportieren. Wenn ich das richtig verstanden habe, heißt ja noch lang nichts. So, dann heißt es jetzt, wir brauchen ja als weitere Spell Notes. Achso, das kostet dir Holz und Papier. Das sollten wir mal hingehen.
Wir machen dann gleich mal 5 davon. Papier war hier. 5 davon. Und was brauche ich noch? Und ich brauche dieses Pulver. Genau. Gut, dann heißt es, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Nein, dahin. So, und ich habe jetzt 5 Spellnotes gemacht. Und man muss eine ganz gewisse Levelanzahl einhalten. Denn wenn man nochmal hier reingeht, dann sieht man, ne, Alternative Castings ist dann Level 6, Level 10. Ja, das heißt, dafür schön, Level 11 gibt es 3, Level 6 gibt es 2. Ja, da kommen auch einige Sachen dazu. Und ganz gewisse Sachen, wie zum Beispiel dieses Psy-Ingot, das kann man erst mit Level 10 machen. Das ist dieses Infusion. Ich glaube, erst mit Level 15 oder 20 kann man denn dann den Psy-Gem machen. Den ist ja, braucht man ja für die nächste Sache. So, dann machen wir mal die ganzen Sachen wieder weg. Den Debug können wir ja da erstmal stehen lassen. Okay. Nein, könnten wir nicht. Vielleicht hätte ich noch das ausgewählt, was ich gemacht habe. Ich hält. Nein, ich will nur eine 5 eingeben. Und dann machst du das. Jawohl. Und dann nehme ich jetzt meine Spell Note. Klick da drauf. Mach den da auf. Zauberstab rein. Den rein. So, und jetzt, wenn ich jetzt hier hingehe und wieder auf die C drücke, dann habe ich jetzt hier meinen Debug. Ah, ja, sehr schön. Das sollte man vielleicht sich auch noch angewöhnen. Zauberstab rein. Das ist der andere. Kann ich dich? Ja, kann ich. So, jetzt gehe ich hier unten hin und schreibe Tim Number. Das ist das Schöne. Klicke jetzt hier drauf. Und dann ist das Ding, heißt das auch anders. Also das heißt, man kann es immer wieder verwenden. Das heißt, man muss jetzt, man kann es dann sozusagen mehrere Befehle oder Zaubersprüche oder whatever halt auswählen. So, jetzt habe ich hier Number und wenn ich jetzt hier klicke, ja, steht es da unten 5, weil die habe ich ja eingegeben. Ist jetzt nicht gerade weltbewegend, aber wir sind ja auch erst in Level 2. So, dann hätte ich gesagt, wir gehen rein. In Level 3 nehmen das an. So, und jetzt heißt, wir haben den Selector. Ja, also das heißt jetzt, ich gehe jetzt mal hier hin. Das ist Selector. Das bin ja ich. Ich möchte den Selector. Dass der nach vorne schaut, nach vorne bewegt wird. Dann und zwar um die Zahl, also da kommt das weg, das weg. Und das da heißt dann um 5 Blöcke. Man muss halt ein bisschen aufpassen. Und dann wird das Ding debuggt. So, jetzt muss ich noch mal gucken, ob ich nicht irgendwas verpasst habe. Genau, also, dann muss ich erstmal sagen, das da ist das Target von hier. Dann, wie gesagt, das da geht nach unten und das da kommt genau, ha, genau. Und zwar, das muss ich aufpassen, das Speed kommt von drüben und das Target kommt von unten. Oder nein, das die Direction. Auch klick machen.
werde ich gleich ein blaues Wunder erleben. Vermutlich. So, okay, dann möchte ich, dass ich gemoved werde. Also nochmal, der da geht nach da, geht nach da. Ah, ich brauche keinen Debug. Das war der Fehler. Der kann weg. So, aber was man braucht ist, ich muss jetzt dann ihm ja sagen, so, du gehst jetzt nach unten. Dann gehst du dahin und du gehst wieder dahin. Hat sich das jetzt verändert oder geht es einfach nicht mehr? Jetzt schön. Holzschiff. Hier kann ich ihn sozusagen verschieben, aber ich kann zu ihm nicht sagen, er soll jetzt. Gerade hat er es doch gemacht. Ja, also das da, da. Jetzt muss ich mal schnell was schauen. Ja, genau. Da wollte ich gucken, aber nicht da, sondern in Tutorial 2. Die sind jetzt ganz unten. Steht da irgendwas dort? Now we're dealing with da. Das ist viel Text. Ja, das Level Up interessiert mich nicht. Kann komplexere Sachen machen. Okay. Genau, das kommt. Muss ich da noch mal gucken. So. Also. Ah, genau. Gelb ist da. Also, das heißt, du gehst dahin. Dann geht der da dahin. Der geht da rein, dann kommt der von unten, dann kommt der von oben und geht hier rüber. Alles klar. Also, hier rüber, hier rauf, hier rauf, hier rüber. Jetzt ich begriffen. Sehr schön. Als was. Das einigermaßen schnell. Juhu. So, und jetzt können wir hingehen mit C und sagen, okay, ich möchte jetzt Move haben. Und ihr seht, ich bewege mich nach vorne. Aua! Ich hab mich aber auch, aua. Ah, weil ich nicht genügend aufgeladen war. Ja, da muss man aufpassen. Ja, also ich stelle mich jetzt nochmal hier hin. Ich habe eingestellt 5. Ja. Also das heißt, wenn ich jetzt mich hinstelle, 1, 2, 3, 4, 5. Und ich schaue jetzt in diese Richtung. Das ist mein, fast mein weg, aber ich habe mich 1, 2, 3, ja, ich habe mich eigentlich nur 3,5 bewegt. Ja, aber ich habe mich halt in die Richtung fortbewegt. Ist doch mal was Lustiges. So, hat er gesagt, das war IO. Jawohl. Tutorial 3 haben wir erledigt.
So, mit Tutorial 4 kommt jetzt was dazu. Explode. Entity Position. Vector Error. Okay. So, das heißt, wir machen jetzt mal den ganzen Käse hier weg. Das Problem ist nur, die nächste Stufe habe ich jetzt noch gar nichts gesehen. Und da mache ich jetzt auch erstmal ein Break. Das mache ich jetzt nämlich immer wieder ein bisschen weiter, dass mir halt mit Psy auch weiterkommen, dass wir halt die nächsten Teile machen können. Ich nehme mich mit. Aber wir wollen jetzt auch noch ein bisschen mit Botania rummachen. Und bei Botania, ja, bin ich gerade dabei, die komplette Gegend sozusagen auf den neuesten Stand zu bringen. Also sozusagen, dass was schon in diese Richtung so fast fertig ist. Passiert jetzt gerade auch für mich nach hinten auf der Seite da. Und, ach genau, und ich habe noch zwei Hühnchen gefunden, die habe ich aber auch noch auf 10, 10, 10. Ach, guck mal, wird die Fackel angeklickt. Ja, das Raketenwürmchen und den Grasblock, den nehme ich noch schnell mit. Da kann der noch rumeiern. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich dran komme. Bin ich ganz ehrlich. Geht auch nirgends da. Wenn ich es rausgefunden habe, sage ich es euch. Kann es sein, dass das Gras ist, was man draufklicken muss. Und bei dem könnte es Gunpowder sein. Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, ich werde mich schlau machen und dann kriegt ihr eine Info. So, also wir haben auf jeden Fall Grasblöcke. Darum fand ich dieses Huhn eigentlich richtig gut. Das ist der Geburtstagskuchen. Das sind die Eier. Der fängt jetzt an, schön brav Federn zu produzieren. Das ist mein Federhuhn. So, okay. Also, dann brauche ich jetzt dann Botania. Denn von Botania möchten wir auf jeden Fall machen den weiteren Stein. Es gibt ja, also ich weiß von zwei, kann jetzt auch sein, dass es auch mittlerweile mehr gibt. Aber ich kenne zwei und die zwei, den zweiten will ich jetzt machen. Und zwar den Alchemical, ne, das ist ja der Umtauscher. Der macht jetzt aus der Kleinen eine Große und andersrum. Oder weiß ich gar nicht, ob andersrum auch. Ja, also auf jeden Fall, der tauscht halt Netherquarz zum Prismin Chart und so weiter und so fort, ne? Und dann gibt es ja noch den zweiten und das ist dieser hier. Das ist der Contraction Catalyst. Und ja, und der macht halt, der verdoppelt einige Sachen. So, ich bin auch fleißig gerade dabei, das Treppenhaus noch umzubauen. Das da wird sich hier auch nochmal komplett ändern. Aber da muss ich, ja, das ist so Kopffreikriegarbeit. So, man sieht schon, ne, hier jetzt lila und die ganzen Bäumchen, die sind von hier schon weg. Die wandern auch noch nach unten. Es kann sein, dass ich sie mit nach drüben nehme. Es kann aber auch sein, dass ich sie hier lasse. Wird man alles sehen. Ah, genau. Und. Ich habe doch was gesagt beim letzten Mal. Ich habe da mich mal kurz geschlossen. Weil, ja, ich habe die Texturen herausgeschmissen und es war immer noch nicht da. Also, die waren immer noch weg und da oben war auch irgendwas weg. Und habe ich gesagt, kann nicht sein. Nachgefragt, dann sagen die, ja, das kann eigentlich nur ein Modfehler sein. Da habe ich gesagt, okay, dann schauen wir halt mal nach bei 1.12.2 und dann haben wir halt die Mods jetzt abgedatet. Jetzt muss ich nur schnell schauen, genau, und zwar ich habe es natürlich, nein, ich habe es eigentlich nicht gelöscht. Wir sind nur weiter unten. Genau. Also wir waren auf der Version 9.4.13.349. Und wir sind jetzt gegangen auf die Version 9.8.3.390. Und jetzt werdet ihr dann auch sehen, falls ich dann nochmal nach hinten muss. Oder ich werde bestimmt nochmal nach hinten gehen. Auch die Pipes funktionieren jetzt besser.
So, aber genau. Also ich habe den Weg hier schon mal gerade ausgebaut. Ich habe auch angefangen, ja, meine zwei hüpfenden bunten Scheifchen da hinten. Finde ich hier total lustig. Also habe den Weg hier hingebaut, habe den Sache hier hingebaut. Man sieht jetzt da hinten die Brücke, hier die Brücke. Die Brücke hier vorne, die wo jetzt da noch ist. Nein, die habe ich auch schon abgerissen. Die wird dann auch umziehen. Die wird dann auch weiter nach hinten gehen, weil es keinen Sinn macht, die da so weit vorne zu haben. Brauche was zum Essen. Und ich habe den Apfelbaum aufgehängt und habe die ganzen Äpfel dran gehängt. Also der ist jetzt voll. Also das heißt, da kriege ich jetzt mal richtig Äpfel. Und da sehe ich gerade was. Das gefällt mir nicht. Okay. Habe ich jetzt eigentlich noch Äpfel bekommen? Nein. Aber ne, ich bin Freund von Symmetrie. Also machen wir auch Symmetrie. Die quetscht. Den quetscht. Die hüpft. Genau. So, also sozusagen von den grünen in den lilanen Bereich. Und dann sind wir jetzt im neuen Botanikbereich. Das ist noch alt. Und da vorne ist jetzt schon das Neue. Ich habe jetzt sozusagen jetzt meine ganzen schönen Botanierpflanzen hier hingestellt. Schaut dann irgendwann am Schluss alles so aus. Es wird auch noch auf jeden Fall eine kleine Grasfläche kommen. Die wird aber definitiv eingezäunt, weil ich habe keine Lust, dass die ganze Zeit hier Viecher rumrennen. Wie hier. Die schmeißen sich zwar auch gerne in den Tod, aber nein. Und irgendwann spawnen wieder dann genügend. Brauchen wir nicht. So, aber ihr seht, ne, hier habe ich den einen Katalyst. Und den anderen wollen wir jetzt noch bauen. Aber um das zu machen, wollen wir jetzt auf jeden Fall aber erst nochmal das Elfentor anschmeißen. Denn wir brauchen jetzt einige Sachen. Und zwar als allererstes, ich habe da schon mal ein bisschen was gemacht. Ich hätte jetzt mal gesagt, 16 Stück könnten eventuell reichen. Dann schmeißen wir die mal rein. Jawohl, und die komme ich sogar 1 zu 1 raus. Dann habe ich jetzt hier Alfglas. Und dann machen wir auch dasselbe hier mit Diamanten. Diamanten sind auch 16 Stück. Machen wir auch rein. Und dann haben wir davon Dragonstones. Ja, man sieht es jetzt auch, ne? Die unteren vier sind jetzt schon mal die sozusagen die nächste Stufe werden. Und hier hinten habe ich schon gesagt, kommen dann Terra Steel und auch noch bessere Sachen hin, die wo man halt auch basteln kann. So, ja. Aber nicht Mechanismen. Wir waren bei Botania. Denn ich möchte aus dem Alfglas, möchte ich gerne das, den Bifrost-Block machen. Und dafür brauche ich den Rod of the Bifrost. Und den macht man mit zwei Elementium, zwei Pixie. Ich muss jetzt gerade mal schauen, wie viel Pixie das ich habe. Dann schmeißen wir mal noch da was rein. Wie gesagt, solange das Tor noch offen ist. Haben wir das. So, dann brauche ich jetzt nochmal für das, was er jetzt gesagt hat. Sehe ich den Zauberstab? Ich weiß, dass er lustig bunt ist. Aber ich weiß auch, dass ich sowas. Ich war da mal früher besser. Ah, da ist er. Rod of the Bifrost. Also, das heißt, ich brauche davon zwei und davon ein. Dann war das hier, dann war das hier und du warst hier und dann habe ich den Rod of the Bifrost. Und dann hätte ich gesagt, mach mal 8 Stück raus. So, aus dem Alfglas wird ja dann das
der Bifrost-Block. Und aus dem mache ich Shimrock. Das brauche ich jetzt. Und davon brauche ich 15 Stück. So, da habe ich 8. Ja, das kann sein, dass ich gleich nochmal wegen was durchmachen muss. So, dann habe ich hier meinen Bifrost-Block. Also 15 Stück will ich auf jeden Fall haben. So, und du kommst dann dahin und die Steine habe ich hier. Ich brauche davon auch 15. Ja, ich bin ja froh, dass dir immer da rumschwirrt, wo ich bin. So, da haben wir jetzt dann hier Shimrock. Und das machen wir jetzt hier zum Becken. Und jetzt habe ich ein Fabulous Mana Pool. Und den wollte ich nämlich haben. Darum stehen ja auch noch keine Pools. Weil die müssten nämlich vom Fassungsvermögen größer sein als die da. Es kann aber auch sein, dass die einfach nur lustig leuchten. Dann habe ich jetzt lustig leuchtende Mana Pools. Ist mir auch egal. Aber ich vermute mal, dass die auch noch einen anderen Vorteil haben. So, dann habe ich ja gesagt, ich brauche den Catalyst. Der war auf der Seite hier. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal ein ich weiß, was ich vergessen habe. Und da können wir uns gleich noch was angucken, was ich gesagt habe. Kenne mich doch, dass ich irgendwas vergessen habe. Das Schöne ist ja, wenn das in Botania, wenn ich das Tor nach Alfheim richtig gebaut habe, es gibt ja noch ein Tor, was man bauen kann. Und das fehlt mir noch. Und das will ich dann da auch mit hinstellen. Weil wir brauchen ja auch noch eventuell eine kleine Blaze Farm in Nether. Falls mir nämlich die Dinge hier ausgehen. Weil ich brauche jetzt das da. Und dann habe ich jetzt hier Blaze Rods. Und die kann ich, glaube ich, nicht so einfach duplizieren. Thermal Expansion habe ich nicht. Das habe ich auch nicht. Die Biene habe ich noch nicht. Der Mob Disassembler könnte es. Ich schätze mal, wenn der hat Calculator, keine Ahnung. Den habe ich auch noch nicht. Ja. Und ein. Leider nicht. So, okay. Also, dann haben wir jetzt davon 4 Stück. Das heißt, genau. Dann gehen wir jetzt erstmal ins Bett. Und dann gehen wir weiter zu den Kabeln. Ja, weil das letzte Mal, wo ich drauf geschaut habe, habe ich gesagt, ne, da steht ja gar nichts drin. Und jetzt steht hier halt drauf, ne, 25,7 Millionen RF. Oder Mega RF. Hier steht jetzt drin, dass ich Wasser drin habe. Hier steht jetzt mal nichts drin. Hier steht jetzt drin, dass ich Ethylen drin habe. Also viel, viel besser. Und wie gesagt, jetzt sieht man auch alles sauber. Und ich kann meine Texturen auch wieder anmachen. Viel, viel angenehmer. So. Dann wollte ich mal gucken, hat... so viel zu Texturen. Es sind besser. Da fehlt eine Textur. Super. Egal. So, ich kann mal schnell Endermänner, die wo hier aufgefordert rumstehen, grüßen. So, die Lederkappe kann weg, der Eisenhelm kann weg. So, Iridium. Räumst du Iridium ein? Jawohl, du räumst Iridium ein. Sehr schön. Ah, ich habe jetzt nämlich angefangen, dass ich die ganzen Ingots, die ich jetzt aus den Lootbags rausbekomme, auch reinmache. Weil zum Beispiel beim Kupfer ist jetzt schon ein Conversion Upgrade drin. Ja, und ich habe schon gesagt, also wenn ich die hier voll habe und da noch die Anzeige habe mit Redstone, wobei die können wir dann auch noch schnell machen. Add Drawer.
Und zwar, das macht ja meiner Meinung nach Sinn, Redstone Upgrade. Genau, ein Status Upgrade. Das heißt, ich brauche jetzt das da. Davon brauche ich zwei, korrekt? Comparator brauche ich zwei, genau. Also, dann heißt es jetzt, ich brauche schon mal von dir vier. Von dir brauche ich, glaube ich, zwei. Dann brauche ich von dir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Dann brauche ich 6 glatte Steine. Wo waren doch hier? Dann heißt es jetzt die 6 Stück dahin. Das kommt drauf.